Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem, ja, was ist es, Fazit, Erstaufnahmetermin zur Xbox One X, der Konsole mit dem blödesten Namen aller jemals erschienenen Konsolen aus meiner Sicht. Wir machen hier dauernd Vergleichsvideos und dauernd vergessen Ja, wir ja. X zu Ja. sagen oder Von sonst welcher redet man irgendwas. gerade und so? Am besten XXX oder sowas, Naja, genau. Xbox One X ist abgekürzt Xbox. Und man könnte vielleicht noch sagen, X steht für 10, wie beim iPhone 10, das ja auch kein iPhone X ist. Gottes Willen, Christian, dass Und das in dir steckt, die ja, und Tiefe deiner ja, Gedanken. tatsächlich. Und damit vielleicht ein weiterer Bezug zu Windows 10. Das könnte natürlich auch Aber. sein. Anyway, wir haben das Ding jetzt doch einige Tage unter die Mangel genommen und haben Vergleichsvideos gemacht. Wir haben damit gespielt, juhu, und wollen jetzt euch einfach mal einen Überblick geben, was uns so aufgefallen ist. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist gar nicht so leicht, aber ich habe es nachgemessen Ja. mit der Babywaage im Auspackvideo zu sehen. Das Ding ist wesentlich kompakter und auch leichter als die Vorgängerkonsole, also nicht die S, sondern die normale X1. Und hat vor allem, das finde ich einen riesengroßen Vorteil, hat vor allem das Netzteil eingebaut. Ja. Ja. Was man Also, bei der S ja auch schon hatte, muss man natürlich dazu gut, hatten wir bei sagen. der S auch schon, allerdings die hatte natürlich jetzt nicht so viel Power. Im Größenvergleich geben sich S und die auch nicht viel, oder? Nee, ich glaube, die ist ein Ticken kleiner, aber es Mhm. ist Also wirklich nichts. Aber nicht mehr marginal. gravierend. Also Nicht mehr nicht so gravierend. wie zu der eigentlichen X1. Aber das finde ich einen wichtigen Vorteil, weil wenn man sich das Ding irgendwie in Fernsehnähe hinstellen möchte, freut man sich, wenn nicht noch so ein Netzteil rumfährt und das Und Ding selbst auch schmal ist. man kann sie aufrecht Das hinstellen, stimmt, ja. wobei bei der Und normalen wir Fassung probieren der das jetzt. Standfuß fehlt, aber Ja. bei der Scorpio Edition ist der Standfuß wohl direkt dabei. Das ist hier nicht der Fall, was ja auch nicht dabei ist und auch nicht kostenlos geordert werden kann. Für die Legacy-Freunde unter euch, die noch Kinect benutzen, ihr wisst es. Meins ist vor 2 Monaten abgebaut worden. Aber du hattest das noch, das ist Die beeindruckend. können das nur mit einem Adapter nutzen und dieser Adapter muss jetzt gekauft werden. Bei Genau. der S war es noch so eine Art ja, Nachlieferangebot kostenloserweise. Ja. Ja. Gut, dann haben wir es Ding auch eingeschaltet und mir ist aufgefallen, flüsterleise ist es nicht schon im Normalbetrieb, aber es ist jetzt auch nicht so ein Triebwerksgeräusch wie zum Beispiel bei einer alten PS3 zum Beispiel. Ja, Ja, oder die okay. PS4 Oder tatsächlich. die PS4 ist ja auch nicht Also, leise, ja. ja. Obwohl es da auch Leute gibt, die sagen, ihre PS4 wäre leise. Sowohl meine normale PS4 als auch die PS4 Pro sind beides laute Monster. Also, Ja. wenn die aufdrehen, gehen die richtig ab. Ja. Definitiv. Also es ist ja durchaus auch der Fall, dass man sie hört, aber also ich habe es nicht als störend empfunden. Ich saß zu Hause, weil meine Augen so schlecht sind, wir nicht den allergrößten Fernseher haben, so ein 46 Zoll oder so, saß ich im Prinzip auf dem Boden davor, so in 1,5 Meter Entfernung, die Konsole direkt hinterm Fernseher. Man hat sie gehört, aber wenn dann das Spiel anfängt, dann ist das natürlich eh nicht mehr Ja, relevant. wobei jetzt sagst du, 46 ist nicht so groß, das dürfte so die Standardgröße im Moment sein, die die Leute im Wohnzimmer haben, Ja. oder? Also viel größer dürften die wenigsten haben. Ich denke Ja. auch. Sehr gut, ich meine es einfach, also ich kann mit meinen Augen, kann ich nicht 3 Meter entfernt auf der Couch sitzen, was die Fernsehdistanz ist, wo mir es nicht so wichtig ist, einzelne, genau. Aber von meinen privaten Augenproblemen mal abgesehen, kann man sonst noch sagen, es ist ein schickes Gerät, es ist ein leistungsstarkes Gerät, Xbox, S war ja schon ein bisschen in der Leistung verstärkt im Vergleich zu normalen. Die soll Ja. jetzt 40% schneller sein als sogar die PS4 Pro. Wir haben es nicht nachgemessen. Mit Teraflops kann ich mir in der Wüste auch kein Aber es sind Wasser sechs. kaufen. Aber es sind was? 6 Teraflops hat Sechs die. Teraflops. Also das ist, Okay. 6 Teraflops ist viel besser als 5 Teraflops. Was natürlich entscheidend ist, werden diese Teraflops auch, oder man kann ja auch von tausenden Megaflops reden, oder von, Kannst du auch. man muss sie halt auch nutzen. Und jetzt ist die große Frage, wird das passieren? Ganz kurz noch zum Controller, wo wir jetzt gerade bei der Ja? Ausstattung dran sind. Das ist halt der überarbeitete Controller, der hinten etwas griffiger ist. Ja, bei den ersten fehlt halt auch noch hier dieser Klinkenstecker für normale Headsets. Der ist auch erst später dazugekommen. Aber ansonsten ein Standard-Controller, so wie er halt auch schon bei der S dabei war. Ja, ich hätte mir hier so ein bisschen angesichts des Preises von 500 € für diese Kiste gewünscht, dass ein Elite-Controller dabei ist, sage ich ganz ehrlich. Echt? Ja. Aber der wird doch allein schon für deutlich über 100 verkauft. Ja, mittlerweile knapp über 100. Also man bekommt ihn für knapp über 100. Der kostet im Handel auch, wenn ich jetzt nicht falsch informiert bin, knapp an die 70. Also ich hätte es schön Ja, gefunden, wenn sie ja, ihn dazugelegt ja. hätten.
Ja, ich finde es auch. Das wäre so ein bisschen, ich meine, das Ding kostet ja Microsoft keine 150 Euro, der Elite Controller. Mhm. Das wäre ein geiles Extra gewesen. Ich finde es auch schön, wenn dann immer noch auch Geldbündel dabei liegen. Weiß ich nicht, dann wäre wahrscheinlich die 499 nicht zu halten gewesen. Ich glaube eh, von dem, was drin steckt, wenn man es mal auch so ein bisschen vergleicht mit PC-Technologie, wird da Microsoft wahrscheinlich am Anfang jetzt nicht unbedingt fette Beute mitmachen oder eher noch ein paar Euro drauflegen pro Stück Ding, wenn man alles einrechnet. Übrigens ein kleines Detail, was ich super finde, dass man nach wie vor einfach Batterien einlegen kann. Ich mag das auch. Also ich finde das viel flexibler. Klar, man ersetzt die dann durch Akkus, die legt man weg. Aber wenn dann mal die Akkus aufgeladen werden, tut man wieder die Batterien rein, kann sofort weiterspielen, statt wie bei anderen Konsolen dann so vorm Fernseher zu sitzen, weil man nur ein 1 Meter USB-Mikro-Kabel hat zum Beispiel. Dafür gibt es ja Verlängerungskabel. Ja. Aber trotzdem, nee, aber also ich mag das auch. Dafür wird es doch auch Akku-Packs geben, oder? Gibt es ja. Also. Das sind, also die funktionieren dieselben wie beim normalen Xbox One Controller. Okay. Weil das ist ja dasselbe wie bei der S und da gehen die Akku-Packs auch ohne Probleme. Auf was ich jetzt gerne noch eingehen würde, bevor wir zu den Spielen kommen und auch Erfahrungen, die du jetzt vor allem gemacht hast, bei den Technikvergleichen. Es ist natürlich auch ein, wie schon DS, ein UHD-Player, also da ist ein Blu-ray-Laufwerk mit 4K-Fähigkeit drin. Das ist auch nicht zu unterschätzen, bevor ich mir so ein Ding für, keine Ahnung, 120 Euro minimal, denke ich mal, extra kaufe. Ich kann gerade echt nicht sagen, was die kosten, aber ich glaube noch ein bisschen mehr. Eher mehr sogar, denke ich mir nämlich auch, aber habe ich das quasi schon inklusive. Also letztes Jahr zu S waren sie noch deutlich teurer, das weiß ich. Ja, und ja gut, die S war eh, also von daher mit ein sehr interessantes Gerät. Und jetzt kriege ich damit halt auch noch eine wirklich tolle Spiele-Performance. Ja, aber man hat ja nicht nur Spiele-Performance, sondern man hat auch gewisse Anforderungen, wenn man dann die schon im Besitz befindlichen Spiele mit dem jetzt nach und nach kommenden Patch zu, wie nennt sich's, Enhanced, Xbox X Enhanced, glaube ich, oder Xbox Enhanced einfach. Ich glaube Xbox X Enhanced. Und eben auf 4K und neue Effekte und so weiter und HDR teilweise, das eben hochgepusht wird. Wir haben es aber entdeckt, das heißt teilweise, dass man, und zwar in mindestens drei Fällen, bei einer Neuinstallation mit dann dem Patch gleich über 100 GB runterlädt. Was sind die drei Beispiele? Also Forza geht über 100, wenn man den Patch lädt. Das Gears of War. Ja. Und was deutlich drüber geht, ist das Quantum Break. Das geht auf knapp 180 rauf, wenn du den Patch runterlädst. 180 GB. Ja, also bisher hat mich meine 16 Mbit-Leitung zu Hause noch nicht gestört. Da habe ich dann abends einen Download gestartet. Ja. Dann war es am nächsten Morgen da oder morgens gestartet. Abends konnte ich spielen. Aber jetzt gehst du mal jetzt brauche ich mehr als einen Tag, um das Spiel runterzuladen. Also das ist schon hammermäßig. Ich weiß nicht, warum das so riesengroß ist. Klar, 4K heißt vierfache Auflösung und so weiter und damit vierfacher Datenmüll. Aber das ist schon heavy und dann relativiert sich natürlich auch dieser 1 Terabyte Festplattenspeicher, der drin ist, weil mit den drei erwähnten Spielen habt ihr den schon etwa zur, ja, fast zur Hälfte voll. Das muss man sich echt mal geben. Ja, wenn man jetzt so mal durchschnittlich 100 GB pro Spiel rechnet, dann ist man halt bei maximal 10 Spielen. Ich glaube, die 1TB stehen ja nicht komplett zur Verfügung. Genau, das wären eher 9 Spiele. Aber da müssen wir auch so fair sein, bei der ersten Xbox auch nicht groß anders. Nee. Die hatte ja auch nur 500 GB und da gab es auch direkt zu Release Spiele, die schon 50 GB oder mehr hatten. NBA 2K hatte sogar schon ein bisschen mehr direkt zu Release. Das nicht bei der ersten Xbox, sondern bei der ersten Xbox One. Bei der ersten da ist halt die das Begriffsproblem. Wobei, wenn ihr jetzt, das Video wird ja zum Release oder kurz vorher erscheinen, wenn ihr jetzt überlegt, um Gottes Willen, ich wollte dann unbedingt gleich losspielen, gibt es einen Trick sozusagen für Leute, die upgraden von einer Xbox One zur Xbox X. Man kann auf seiner normalen Xbox One kann man halt einstellen, 4K-Patches laden. Das ist irgendwo in den Einstellungen versteckt und dann werden die halt schon mal runtergeladen. Wenn man jetzt eine externe Festplatte hat, ist es letztendlich ganz einfach. Einfach die externe Festplatte nachher an die Xbox One X stecken und ja quasi losspielen. Oder man macht, wie es bei der PS4 auf PS4 Pro auch ging, so einen Netzwerktransfer, dann dauert das halt eine Weile, bis die ganzen Daten einmal übertragen sind. Die müssen sich halt im selben Netzwerk befinden, beide einmal angeschlossen werden und dann wird das Ganze transferiert. Aber dann hat man sich halt also die ganzen Downloads gespart, wenn man die Konsole erstmal anschließt. Genau, dass man da nicht so lange warten muss. Aber wie gesagt, das dauert echt ewig. Es hat uns auch ein bisschen... Weil, man muss auch dazu sagen, die 4K-Patches sind ja zumindest in allermeisten Fällen nicht direkt auf der Disk drauf.
Genau, auch ist wenn, ja nicht auf machbar. Der, genau, wenn auch auf der Disk das schon draufsteht, heißt das nichts. Und man kann dann auch gucken, es gibt eine extra Einstellung quasi jetzt, oder wie willst du es nennen, extra Filter, wo man die Xbox Enhanced Spiel sich anschaut. Genau, meine Spiele und Apps einfach oben rechts, genau, wo sonst alle angehakt ist, da kann man nach 360, nach Xbox One spielen und nach Xbox One X Enhanced Spielen filtern. Es gibt auch Listen von Microsoft oder eine Liste, was jetzt schon unterstützt, was noch kommt. Aber wir haben jetzt schon gelernt, es ist besser, sich da wirklich auf das Menü zu verlassen, wenn es da drin steht, dann ist es enhanced. Ja, noch eine Sache, die wir gleich ausprobiert haben, bevor wir jetzt zu den Spielen kommen und dann auch noch so einen kleinen Ausblick geben, ob wir denken, dass die Xbox One X in jeden guten Spielehaushalt gehört oder vielleicht doch nicht, ist das Streaming und auch das Capturing. Also zum einen, wenn man auf die interne Festplatte speichert, dann kann man teils nur 2 Minuten maximal. Zumindest nehmen. Rückgängig. Ja. Genau. In 4K sogar nur 1 Minute. In 4K genau. Nur 1 Minute. Das ist jetzt echt nicht viel, aber wenn man ein geeignetes Speichergerät per USB anschließt, also ein SSD-Laufwerk mag gehen, wir haben es mit einem schnellen USB-Stick probiert, dann kann man da entsprechend auch mit 4K mehr aufnehmen. Nur was uns gewundert hat, wir haben jetzt keine Testreihe gemacht, um vielleicht auszuschließen, dass einfach der Stick zu langsam war. Aber die Konsole hat sich nicht beschwert, als wir mit, glaube ich, 50 Mbit aufgenommen haben. Und das Ergebnis war wirklich gar nicht schön. Man hat dann nämlich bei... Was war es? Assassin's Creed Origins hat man genau. Ganz deutliche Artefakte, also so Riesenpixel, so quadratische, offensichtlich aufgrund der Komprimierung entstandene Störstellen gesehen, wo vorher Wolken waren. Und sobald man dann rübergewechselt ist ins echte Spiel, war das wieder alles richtig schön, Wolken, Bitmap und was auch immer. Ja. Also das hat uns doch sehr enttäuscht. Also wer jetzt glaubt, ja, er kann damit leicht 4K-Aufnahmen machen, nee, also die sehen genau, einfach nicht so gut aus. Also wer die bisherige Aufnahmefunktion der Xbox One oder Xbox One S kennt, der weiß eigentlich schon, was ihn erwartet. Die ja mit 1080 schon nicht berauschend war. Ja, also wurde aber mittlerweile schon mal, vor einem Jahr oder vor zwei wurde sie schon mal ordentlich aufgebessert. Die war zu Release noch deutlich schlechter. Mhm. Es ist halt, wenn man schnell was speichern möchte, aber wenn man wirklich ein hochwertiges Video oder es recht in 4K aufnehmen möchte, ist die eigentlich nicht zu gebrauchen. Gut, die Frage ist, wer kann überhaupt dann 4K streamen und ja, aber das wollten wir einfach noch kurz sagen. So, jetzt kommen wir mal zu den Spielen. Wir haben uns einige angeschaut, wir haben auch mehrere Vergleichsvideos schon gemacht, wurden da auch teilweise gerügt, dass die ja gar keine Unterschiede zeigen würden. Da steckt auch ein bisschen eine Philosophie von uns dahinter, die da heißt, wir wollen eigentlich euch das Spiel zeigen, wie es aussieht, ohne dass wir jetzt da großartig Anstrengungen unternehmen, um spezielle Effekte, die vielleicht gar nicht so offensichtlich sind, euch wahrnehmbar zu machen. Das ist eine und es ist natürlich für die Leute, die unsere Videos auf YouTube angucken, wo dann eh wieder durch die Kompression alles Mögliche nivelliert wird, ist das eine. Das andere sind unsere Premium-Streams auf Gamers Global, wo wir die Dinger also nur so komprimiert quasi bringen, wie es eben die darauf ziemlich gut ausgelegten Codecs von unserem Schnittprogramm machen. Das sind dann 15.000 Mbit. Bei 60 Frames, da geht nicht so viel verloren. Aber dennoch sieht man da jetzt nicht so riesen viele Unterschiede. Zumindest war das mein Eindruck bislang. Oder hast du mittlerweile vielleicht auch mit 4K Beispiele, wo man doch Unterschiede sieht? Also riesig waren sie eigentlich nur zwischen der Xbox One und der Xbox One X. Mhm. Meiner Erfahrung nach, was ja auch irgendwie, sage ich mal, ein bisschen logisch ist, weil dadurch, dass die X deutlich mehr Power bringt, bleiben bei den Enhanced-Titeln schon in 1080p viel mehr Sachen, wie zum Beispiel eine weitaus größere Schärfe hängen. Also, das sieht man wirklich auf den ersten Blick, speziell bei Assassin's Creed Origins ist es mir aufgefallen, wo ich zuerst die Enhanced-Fassung auf der Xbox One X gespielt habe und dann dieselbe Szene nochmal auf der regulären Xbox One und mir dachte, hui, das schaut ja richtig mies aus. So, und, also ist auf der Xbox One. Auf der normalen Xbox One, wo man da natürlich sagen muss, es schaut auch da nicht mies aus, aber im Vergleich war das schon ein riesiger Unterschied. Wird da schon Supersampling eingesetzt, also in Wahrheit 4K intern berechnet und dann aber ausgegeben eben 1080p, oder kannst du dazu nichts sagen? Dazu kann ich leider gar nichts sagen. Soweit ich weiß, ja.
Weißt du, ja. Weil das ist eine der Dinge, mit denen ja. Das Microsoft wird intern 4K und dann wieder auf 1080p ausgegeben. Auch die Schärfe zum Beispiel. Genau, und aber ansonsten, also speziell, wenn man jetzt PS4 Pro und PC mit den beiden, also mit der Xbox One X vergleicht, da sind die Unterschiede relativ marginal. Also ich sag mal, bei der PS4 Pro sieht man manchmal in den Schatten, dass die ein bisschen kantiger sind und nicht ganz so schön geglättet. Und auch an der Kantenglättung sieht man es, die Xbox One X und die PS4 Pro konnte ich ja mit Assassin's Creed Origins und Call of Duty vergleichen, wobei wir da ja diesen Trugschluss ein bisschen erlegen sind, dass Call of Duty gar nicht mehr mit dem Enhanced-Patch kam. Aber speziell bei Assassin's Creed konnte man an einigen Gebäuden, auch bei der Kantenglättung, auf der Xbox One X ein bisschen bessere Performance bemerken. Aber ich sag mal, da muss man schon mit der Lupe danach suchen. Also im normalen Gameplay fällt es nicht auf. Aber jetzt im Vergleich zum PC würde ich doch erwarten, dass der PC, wenn, dann ein bisschen vorne liegt und nicht ein bisschen hinter der Xbox One X. Das war tatsächlich auch meine Erwartung, aber in den meisten Fällen, wo ich jetzt wirklich auch ganz genau auf die Bilder geschaut habe und rangezoomt habe, war es auch nicht wirklich gravierend. Also auch beim Gears of War 4, das jetzt auch schon ein paar Tage auf dem Buckel hat, wo ich auf dem PC dann auf Ultra stellen konnte, ohne Probleme, auch in 4K mit 30 Bildern. Selbst da waren die Unterschiede nicht wirklich groß. Also die haben sich beide nichts genommen. Und also ich habe da jetzt keinen großen Vorteil vom PC gesehen, was mich auch zugegebenermaßen ein bisschen gewundert hat. Ja gut, das ist natürlich eine Aussage, wobei das liegt doch immer an den Grafikassets dran. Jetzt ist Gears of War ein Microsoft-Titel, der natürlich, würde ich mal sagen, überwiegend mit dem Zielpublikum Xbox One Besitzer gemacht worden ist. Das ist vielleicht nicht vergleichbar mit einem PC-Titel, aber also mit einem reinen PC-Titel. Aber das ist doch schon immerhin mal eine Aussage, weil dann kriege ich für 500 Euro, was ja viel Geld ist für eine Spielkonsole, offensichtlich etwas, was in 4K bei 30 Frames mit einem PC erstmal mithalten kann, so auf den ersten Blick. Also ja, und bei Assassin's Creed, also ich habe jetzt nur Assassin's Creed auf dem PC in 4K gesehen, da muss man natürlich auch dazu sagen, dass das Ding auch dann ordentlich einen PC benötigt. Ne? Und da brauchst du dich bei der Xbox One X gar nicht mehr drum zu kümmern. Du schießt das Ding an, ist halt der Konsolenvorteil und kannst losspielen, nachdem die Patches geladen hast. Natürlich. Was allerdings eine Sache ist, das Gears of War 4 zum Beispiel, schon eine Weile auf dem Markt, schafft halt 4K mit 30 Frames. Und ich wüsste es kein Spiel, das irgendwie 4K mit 60 Frames schaffen würde oder jetzt noch schaffen sollte. Zumindest nichts in der Grafikklasse eines Gears of War 4 oder Assassin's Creed. Und da ist dann halt die Frage, wo habe ich eigentlich die größeren Vorteile? Habe ich wirklich von einem 4K, also von einem nativen 4K-Bild mit einer Xbox One X dann Vorteile gegenüber einem 1080p-Bild, das ich allerdings in 60 Frames genießen kann? Also ist nicht für viele Spiele es wichtiger, wenn ich ein sehr flüssiges Bild habe, als dass ich ja noch besser aufgelöste Kanten habe. Wie seht ihr denn das? Ganz kurz dazu noch, das Nativ stimmt ja auch nicht immer. Oft ist es ja auch so, dass die Spiele maximal Full 4K bieten, aber halt auch immer während des Spielens anpassen, so wie es gerade benötigt ist, damit man halt die Framerate hat, die 30 Bilder halten kann. Ja gut, aber das macht ja die PS4 Pro nicht anders im Gegenteil. Nee. Nur weil also, du von nativen 4K gesprochen hast, das wollte ich noch kurz sagen. Genau, also damit, ja, ist richtiger Einwand, aber was ich halt damit ausdrücken wollte, war, dass ich wirklich, wie auch immer, hochskaliert, getrickst oder tatsächlich nativ von der Konsole ein 4K-Bild bekomme. Ist das denn wirklich vorzuziehen einem flüssigeren und vielleicht durch Supersampling ja trotzdem sehr scharfen 1080p-Bild auf der Xbox One X. Also wie wichtig ist ein 4K-Fernseher, um die Konsole überhaupt richtig genießen zu können? Ich denke, es ist schon relativ wichtig. Ja, glaube ich schon. Also ich kann direkt dazu sagen, ich habe im Moment noch zu Hause einen Full-HD-Fernseher und gegen die Vernunft habe ich sie trotzdem bestellt. Morgen kommt meine Scorpio Edition an. Aber ich plane halt auch irgendwann nächstes Jahr auf 4K zu gehen. Ich glaube, wenn ich das nicht vorgehabt hätte, auf kurz oder lang, also nicht eher auf lang als auf kurz, aber ich weiß, ich möchte irgendwann einen 4K-Fernseher haben und ich glaube, dann hätte ich mehr überlegt. Das denke ich schon. Ja. Aber um es nochmal zusammenzufassen, aktuell trotz 100 GB plus ist der deutlichste Unterschied zwischen unseren Testgeräten, die da eben waren, Xbox One, Xbox One X, PS4 Pro und PC mit wirklich guter Power dahinter.
eigentlich nur zwischen den hauseigenen Geräten groß. Er wäre natürlich genauso groß oder fast genauso groß, würden wir jetzt die Xbox One durch eine normale PS4 ersetzen. Ja. Das würde ich zumindest erwarten. Aber im Prinzip muss jetzt niemand, wenn ich dich richtig verstehe, Dennis, weinen und sich die Pulsadern, aber lassen wir das in einem öffentlichen Medium, wenn er jetzt eine PS4 Pro gekauft hat im letzten November. Also da gibt es jetzt nicht den Zwang irgendeiner Art umzusteigen. Nein, würde ich auf keinen Fall. Nee, also ich glaube, das Gerät ist dann doch schon eher für Leute, die wirklich diese tolle Grafik haben wollen oder das Maximale haben wollen und schon eine PS4 besitzen, aber auch noch eine Xbox One dazu haben wollen. Mhm. Oder aber für Xbox One-Besitzer, die halt sowieso innerhalb ihres Systems bleiben wollen, upgraden wollen. Weil dann hast du ja auch weitere Vorteile, zum Beispiel die Ladezeiten, die sind teilweise ja... Das haben wir noch gar nicht erwähnt, ja. ...deutlich besser geworden. Bei Witcher 3 soll es ja wirklich so sein, dass die unter eine Minute gefallen sind von vormals 1 Minute 50. Und das sind natürlich dann auch Vorteile, genauso wie... Mir ist aufgefallen, auch bei Assassin's Creed, wenn ich gestorben bin. Hm. Also es war jetzt nicht instant oder irgendwas, aber es ging schon so, ich würde mal sagen, innerhalb von 25 Sekunden konnte ich jeweils wieder neu spielen, was ich jetzt erträglich finde. Ja, also... Bei den Xbox 360-Spielen, die abwärtskompatiblen, die sind auch alle grafisch verbessert, aber die werden auch durch die... Die haben auch etwas bessere Qualität durch die bessere Auflösung. Mhm. Das sieht man unter anderem an Zäunen oder sowas, an Maschendrahtzäunen oder sowas, sieht man wirklich, dass die jetzt nicht mehr flackern wie irre, sondern viel, viel sauberer aufgelöst werden. Genau, das ist ein Punkt, also gerade bei Assassin's Creed Origins, das ich am längsten gespielt habe, zu Hause auf dem 1080p-Fernseher, wo ich echt nah dran saß, so anderthalb Meter davor auf dem Boden, wie schon gesagt. Also da hat es ganz, ganz selten mal irgendwo geflackert auf dem Bildschirm. Das waren in der Regel keine Kanten, sondern irgendwelche anderen Objekte. Der Vorteil der hohen Auflösung, ja. Auch ohne Kantenglättung oder mit schwacher Kantenglättung, ist das halt ein Vorteil. Wenn die Auflösung an sich höher ist, dann wirkt sich das auch auf die auf das Kantenflimmern aus. Mhm. Ja, und du hast es schon angefangen zu erörtern, für wen ist das Ding eigentlich gedacht. Aber lass uns mal einen Schritt weiter wegzoomen. Jetzt ist ja Microsoft nicht erfolglos mit der Xbox One. Aber man kann schon sagen, dass es der klar abgeschlagene zweite in einem Zweierfeld von Herstellern ist, die versuchen, die Core-Gamer vor allem zu beliefern. Wo man ja bei der Switch zum Beispiel darüber streiten kann, ob dem so ist. Und ich glaube, wir brauchen jetzt nicht groß die Kaffeesatzleserei anfangen. Also auch mit Xbox One X wird Microsoft in diesem Konsolenleben Sony nicht mehr einholen oder gar überholen. Das ist nicht zu erwarten. Ja. Kann man deswegen folgern, ja, eigentlich ist das eine Totgeburt, brauche ich nicht, weg damit. Warum hast du denn zum Beispiel eine privat jetzt gekauft? Ja, wie ich eben schon sagte, gegen die Vernunft und ist mein größtes Hobby und ich möchte einfach das Bestmögliche haben. Und da habe ich mir einfach, als die letzte angekündigt wurde, ich habe es mir lange überlegt, aber insgeheim wusste ich die ganze Zeit, früher oder später werde ich sie eh bestellen. Und dann haben sie ja die limitierte Scorpio Edition angekündigt. Mhm. Ja. War nicht rational gedacht, sondern wirklich Lustkauf. Ja. Ja gut, aber das ist ja erlaubt und ich finde es auch nicht so schlimm, nach 2-3 Jahren mal eine Konsole umzutauschen, wenn man das im Prinzip schon jährlich oder zweijährlich mit seinem Smartphone sehr oft macht. Die alte habe ich auch verkauft schon. Ja. Also, aber trotzdem, also das Problem ist, dass Spiele zwar besser laufen und werden Patches dafür gemacht, aber was ist denn zu erwarten? Ich meine, bei der PS4 Pro, ja, wir testen jetzt in der Regel auf PS4 Pro und ein bisschen besser ist es schon, aber die Spiele an sich bringt es nicht weiter, weil Sony immer gucken muss, dass es auf allen PS4 vernünftig läuft. Das ist das Argument. Und dasselbe ist doch jetzt auch bei Microsoft der Fall. Die können doch nicht hergehen und sagen, und auch nicht in einem Jahr, okay, jetzt machen wir mal optimiert auf Xbox One X und die alte Xbox One, boah, Pech, wenn du noch eine hast. Das wird ja nicht passieren. Und das limitiert ja eigentlich automatisch die Spiele in technischer Hinsicht, die können immer nur höhere Auflösung bieten oder ein paar Effekte mehr. Stabilere Framerate. Aber es ist nicht zu erwarten, dass dadurch irgendwie Spiele möglich werden, die zum Beispiel eine aufsehenerregende KI haben, die diese Teraflops, die ja eigentlich für eine Grafik... Okay. Dafür war ja auch die Cloud gedacht bei Microsoft. Ja. Also das muss man sich vergegenwärtigen.
Also ich glaube nicht, dass jetzt Microsoft dadurch einen riesen Sprung machen wird im Vergleich zu Sony. Und ich glaube auch nicht, B, dass die Xbox-Spiele einen Sprung machen werden im Vergleich zu anderen. Und das ist ja spätestens bei Third-Party-Entwicklern auch völlig ausgeschlossen. Die müssen einfach weiterhin gucken, dass sie mit wenig Aufwand auf allen Konsolen ihr Zeug bringen können. Und dann geben sie noch einen Zucker zur PS4 Pro-Version dazu und einen Zucker zur Xbox One X. So stelle ich mir das vor. Ja, und das muss man auch, glaube ich, noch ein bisschen hoffen, dass das wirklich von allen Herstellern so durchgezogen wird, dass da regelmäßig und auch wirklich zeitnah die Ultra-HD-Patches oder was auch immer kommen. Weil wir haben es ja zum Beispiel auch bei Horizon Zero Dawn gesehen, da war zum Release zum Beispiel noch kein Patch online. Und das war das Spiel, mit dem... ich glaube, er kam dann sehr, sehr zeitnah, aber... propagiert wurde, Genau, die ersten haben gespielt und konnten noch nicht mit dem 4K-Patch oder mit dem Pro-Patch spielen. Aber jetzt nochmal die Gretchenfrage. Nicht jeder ist so ein Superfan, der alles haben muss. Jetzt habe ich schon länger keine Konsole mehr gekauft. Würdest du mir zur PS4 Pro raten? Oder zur Xbox One X, die ja stärker ist? Das kommt natürlich auch ganz auf deine Vorlieben an, welche Plattform du von wegen Exklusivtiteln und sowas bevorzugst. Und da muss ich auch als Xbox-Fan, also ich spiele privat ja lieber Xbox, auch ganz ehrlich sagen, wenn ich im Bekanntenkreis jemandem eine Konsole empfehle, dann ist es meistens die PS4. Dann sage ich immer, hol dir die PS4, da hast du mehr exklusive Spiele drauf. Und dann kommt es halt immer drauf an. Dann ist halt auch die Frage, muss es wirklich die Pro oder muss es wirklich die X sein, ne? Ja, jetzt nehmen wir mal Pro gegen X. Wenn ich jetzt den Ansatz habe, okay, Exklusivspiele Sony, sehe ich schon einen Vorteil, aber mir geht es darum, dass ich die großen Titel in aller Regel für alle Plattformen erscheinen, in der bestmöglichen Art spielen kann. Hast du da nach den ersten Testerfahrungen jetzt in technischer Hinsicht das Gefühl, dass dann doch die Xbox One X vorne liegen dürfte, rein aufgrund der Horsepower der Konsole? Also was ich natürlich gesehen habe, war eher so ein bisschen marginal. Aber das kann natürlich auch einfach sein, weil das eine frische Konsole ist. Die Entwickler auch erstmal schauen müssen, was denn überhaupt möglich ist im Bereich Enhancement-Versionen. Da kann es schon sein. Ich meine, diese technischen Daten, die Microsoft da angibt, die sind natürlich hochtrabend mit ihren viel zitierten 6 Teraflops und so. Aber ich glaube, dass die rein von der Hardware schon noch mehr liefern könnte als die PS4 Pro. Also, und wenn die Entwickler dann wirklich auch aufspringen und sich drum kümmern, dann bin ich mir da auch sicher, dass die Xbox One X auf Dauer die leistungsstärkere Konsole ist. Also wenn wir jetzt wirklich mal Exklusivspiele und sowas rausnehmen, auch die 100€ Preisunterschied, zumindest laut empfohlenen Verkaufspreis, wenn wir all das rausnehmen, dann würde ich ganz klar zu Xbox One X empfehlen. Selbstverständlich, die hat fast 2 Teraflops mehr und so blöd es sich anhört, aber die hat deutlich mehr Leistung und die werden sich eher positiv als negativ bemerkbar machen. Okay, das ist, glaube ich, was wir zum aktuellen Zeitpunkt sagen können. Wir haben da keine Aktien drin, wir testen Spiele, nicht Plattformen, aber ich sag's mal so, eine zu große Marktdominanz ist nie gut, also zumindest nicht für die Kunden. Und insoweit wäre ich nicht enttäuscht, wenn jetzt die Xbox-Plattform durch die One nochmal einen deutlichen Schub bekommen würde. Und ja, mal so gesagt, wenn das die stärkste Plattform ist, wo man insgesamt die schönsten und flüssigsten Spiele bei rauskommt, sind wir, glaube ich, gerne bereit, dann auch lieber auf der Xbox One X in Zukunft zu testen. Wir testen dann eben auf mehreren, aber eins ist ja dann die Plattform, auf der wir spielen und Videos machen und so weiter, wo wir in der Vergangenheit, das kann man auch ganz klar sagen, in aller Regel zur PS4 gegriffen haben, weil da die Framerates immer ein Hauch stabiler waren oder das Kantenflimmern ein bisschen schwächer. Und das zumindest können wir uns durchaus vorstellen mit der Xbox One X. Ja, dann danken wir für die Aufmerksamkeit. Genau. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Tschüss.